Highlighting und Contouring ist momentan gefragter denn je. Nun zeige ich in wenigen Schritten, wie auch du den angesagten Look zu Hause nachzaubern kannst. Folgende Pinsel brauche ich für diesen Look. Diesen Pinsel benutze ich zum Highlighten. Zum Konturieren benutze ich folgenden. Um meine Augen zu betonen, benutze ich diesen Pinsel. Damit alles schön verblendet wird, benutze ich einen weichen, großen Pinsel. Ich beginne nun mit dem Highlighting. Dabei konzentriere ich mich zunächst auf die Bereiche unter meinen Augen, auf meine Stirn, den Nasenrücken, mein Kinn sowie die Partien unter meinen Augenbrauen. Im nächsten Schritt benutze ich meinen weichen Pinsel und verblende damit meinen Concealer. Nun kommt der spannende Teil, das Contouring. Hier ist es wichtig, sparsam mit der Farbe umzugehen und langsam die Konturen aufzubauen. Um meine Wangenknochen hervorzuheben, schattiere ich den Bereich unter dem Jochbein. Ein leichter Kussmund hilft mir dabei, die Konturen richtig zu setzen. Auch meine Stirn dunkle ich zum Haaransatz hin ab. So, das war nun das Highlighting und Contouring. Für mehr Natürlichkeit verblende ich nun alles mit einem neutralen Puder und benutze dabei einen großen, weichen Pinsel. Um meine Augen noch ein wenig zu betonen, setze ich auch hier Konturen. Hier noch ein kleiner Tipp. Um die Nase etwas schmäler erscheinen zu lassen, wird auch sie konturiert. Das ist nun der final Look. Willst du den Look noch etwas verstärken? Trage dafür einen noch helleren und flüssigen Concealer auf die bereits aufgehellten Stellen auf. Konturiere außerdem deine Wange noch mit einem schmäleren Pinsel, um so eine markantere Linie zu erzielen. Shake, shake, shake. Yeah.